Hallo zusammen, in diesem Video geht es nochmal um Vektormultiplikation. Wir haben die ja bis jetzt immer so geschrieben mit Beträgen und den Zwischenwinkeln. Also wir haben geschrieben, dass Vektor a mal der Vektor b, also das Skalarprodukt, dass das gerade ist der Betrag von a mal der Betrag von b mal der Kosinus des Zwischenwinkels zwischen diesen beiden Vektoren. Und genauso beim Kreuzprodukt, a Kreuz b. Das war gerade dasselbe wie oben, der Betrag von a mal der Betrag von b mal der Sinus des Zwischenwinkels. Und dann sollte das Ganze ja ein Vektor sein, das heißt, ich muss dem auch noch eine Richtung geben. Und dann nehme ich hier so einen Einheitsvektor her. Und dieser Vektor hier, der steht senkrecht auf dem Vektor a und auch senkrecht auf dem Vektor b. Das war die Schreibweise bisher. Jetzt kann es aber sein, dass wir ein Kreuzprodukt berechnen müssen oder ein Skalarprodukt für Vektoren, deren Zwischenwinkel wir gar nicht kennen, wenn wir zum Beispiel die Vektoren in Komponentenschreibweise nur angegeben haben. Und in diesem Video wollen wir dafür die Regeln kennenlernen. Wie kann ich diese Vektorprodukte berechnen für Vektoren, wenn ich nur die Komponenten dieser Vektoren kenne? Also geben wir uns einfach mal zwei Vektoren vor. Dieser Vektor a hier, wenn ich das mal hier in dieser Trippelschreibweise mache, dann sage ich ja, die x-Komponente, das könnte 5 sein, die y-Komponente, dann nehme ich mal minus 6 her, die z-Komponente, dann nehme ich mal 3. Und das ist eigentlich dasselbe, als wenn ich schreiben würde mit den Einheitsvektoren. Das ist also 5 mal der Einheitsvektor in x-Richtung, x, und minus 6 mal der Einheitsvektor in y-Richtung, plus 3 mal der Einheitsvektor in Z-Richtung. Beides bedeutet genau dasselbe. Oft sieht man es auch in dieser Schreibweise, dass der Einheitsvektor in X-Richtung als E1 geschrieben wird. Also das wäre dasselbe wie 5 mal E1 minus 6 mal E2 plus 3 mal E3. Und in mehr technischen Darstellungen ist dann auch noch die Variante da, dass ich statt E1, E2, E3 I, J und K finde. Das heißt, da stünde dann 5 mal I minus 6 mal der Einheitsvektor J plus 3 mal der Einheitsvektor K. Und auch da gibt es wieder Varianten, da gibt es nämlich auch welche, die diese Einheitsvektoren immer mit diesem Dächlein hier schreiben. Dann sehe ich eigentlich da, okay, das ist ein Vektor, aber der hat nur die Länge 1, der trägt mir nichts zum Betrag bei, der gibt mir nur eine Richtung vor. Also dieses Dachal hier, das kann man auch noch manchmal finden. Und je nachdem, ob man sich jetzt hier deutsche oder englische Literatur anschaut, sind auch die Vorlieben da verschieden. Aber alle diese Darstellungen sind äquivalent. Geben wir uns jetzt mal noch einen Vektor b vor, der Vektor b. Und was nehmen wir daher? Ja, sagen wir mal auch wieder so eine Mischung aus positiv und negativ, sagen wir minus 2. Und die zweite Komponente ist 7 und die dritte Komponente ist 4. Und dann, ja, dann fangen wir mal an. Dann machen wir mal einfach das Skalarprodukt von diesen beiden Vektoren. Gehen wir mal hier ein Stückchen hoch. Also wir wollen haben a mal b. Und da sage ich jetzt nur die Regel, dass jetzt wirklich a mal b mal der Kosinus des Zwischenwinkels rauskommt. Das will ich jetzt nicht hier explizit lange durchkauen. Ich will bloß sagen, wie man es macht. Also man macht das eigentlich so recht einfach bei dem Skalarprodukt. Man schaut sich die erste Komponente an vom Vektor a und multipliziert diese erste Komponente mit der ersten Komponente des Vektors b. Und dazu addiert man dann die zweite Komponente von a, multipliziert mit der zweiten Komponente von b, und das macht man dann auch mit der dritten Komponente. Also recht einfaches Verfahren. Das heißt, für uns würde das heißen, ich habe hier 5 mal minus 2 plus minus 6 mal 7 plus 3 mal 4. Und das sind gerade minus 10 minus 42 plus 12, und das ist gerade minus 40. Minus 40 kommt raus. Der Aufwand für diese Rechnung war jetzt wirklich gering. Wenn ihr das mal vergleicht mit dem Aufwand, den wir gehabt hätten,
Wenn wir das Skalarprodukt nach dieser Formel hier hätten ausrechnen wollen, da hätten wir erstmal die Beträge der Vektoren aus den Komponenten ausrechnen müssen. Wir hätten vor allem auch mal diesen Zwischenwinkel hier aus den Komponenten ausrechnen müssen. Das wäre doch erheblich aufwendiger gewesen. Also das Skalarprodukt ist da schon eine große Erleichterung. Und ihr seht schon, von dieser Rechnung hier ist es ganz eindeutig. Ich habe hier nur Multiplikation und Addition. Das heißt, wenn ich a mal b rechne, dann ist das auch dasselbe, wie wenn ich b mal a rechnen würde. Diese Rechenvorschrift hier zeigt ganz deutlich, dass ich hier die beiden Vektoren miteinander vertauschen kann. Anders ist das bei dem Kreuzprodukt. Da ist die Rechenvorschrift viel komplizierter und da gibt es auch diese Vertauschbarkeit nicht. Also a kreuz b, a kreuz b ist nicht dasselbe wie b kreuz a. Wenn ihr euch erinnert, was wir damals gemacht haben in dem zweiten Video über Kreuzprodukte, wir haben das vertauscht und haben dann festgestellt, dass der Ergebnisvektor zwar genauso lang ist, aber er geht in die andere Richtung. Das heißt, es ist minus, das ist minus b kreuz a. Also bei der Vertauschung kehrt sich hier das Vorzeichen um. Für den Vektor heißt das, dass sich da bei dem Vektor die Richtung dieses Ergebnisvektors umdreht. Ja, jetzt in Komponenten wird das ein bisschen komplizierter. Es gibt eine Formel, die man sich einfach so nachschauen kann und dann mühsam abschreibt. Es gibt aber auch so eine symbolische Darstellung, die einem erlaubt, sich doch zu merken, wie man dieses Kreuzprodukt aus den einzelnen Komponenten berechnet. Und diese Art möchte ich jetzt hier mal vorstellen. Also wir schauen uns an A kreuz B. Und jetzt machen wir so eine symbolische Matrix-Schreibweise. Wir sagen A kreuz B, das ist die Determinante der folgenden Matrix. Und in die erste Zeile schreiben wir nur die drei Einheitsvektoren rein. Also der Vektor in x-Richtung, Einheitsvektor in y-Richtung und der Einheitsvektor in z-Richtung. Das ist die erste Spalte dieser Matrix. In die nächste Spalte, da schreibt man dann einfach hier diesen Vektor a ab. Diese 5 minus 6 und 3, das schreibt man einfach hier daneben. 5 minus 6 und 3. Und in die nächste Spalte schreibt man dann hier den Vektor b ab, also minus 2, 7, 4. Also in der Vorbereitung ist das relativ leicht. Das ist die Matrix hier und von dieser Matrix wollen wir dann die Determinante ausrechnen. Und dazu gibt es eigentlich eine feste Regel, die relativ einfach ist. Wenn man jetzt die x-Komponente haben möchte, dann streicht man einfach die Zeile raus, in der dieser Einheitsvektor in x-Richtung steht und streicht auch die erste Spalte raus. Und dann bleibt einem so eine Teilmatrix übrig und von der berechnet man dann die Determinante. Das heißt, das a kreuz b, dann ist dann gleich die erste Komponente, ist diese Determinante. Da steht dann minus 6, 7, 3 und 4 drin. Und das gibt mir die x-Komponente, also ex. Das ist also eine Unterdeterminante dieser Matrix hier. Und die zweite Komponente kriege ich, indem ich hier ein Minuszeichen wähle. Und dann mache ich dasselbe nochmal, nur streiche ich halt diesmal diese zweite Zeile raus. Also erste Spalte bleibt gestrichen und die zweite Zeile wird gestrichen und dann sehe ich, da ist nur noch übrig, ist dann noch die Berechnung der Determinante 5, und das war eine Minus, gell? Minus 2, 3, 4 und das ist die y-Komponente und dann kommt wieder ein Plus und jetzt streiche ich hier die dritte Zeile raus. Erste Spalte bleibt wieder gestrichen, dann habe ich hier noch die Determinante von der 5 minus 2 minus 6 und 7. Das gibt mir hier die dritte Komponente des Ergebnisvektors. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch diese Determinanten auszurechnen. Das war ja immer diese Diagonale, also minus 6 mal 4 minus die andere Diagonale. Also steht dann hier minus 6 mal 4 minus 3 mal 7, das ist die erste Komponente, nämlich die Komponente in x-Richtung. Minus, ja, jetzt habe ich hier 5 mal 4, also 5 mal 4,
minus minus 2 mal 3, also kann ich gleich sagen, das ist dann plus 6. Das ist die zweite Komponente in Richtung y plus. Und das sind 5 mal 7, 35. Und minus 2 mal minus 6 sind 12, also 35 minus 12. 35 minus 12 mal die dritte Komponente. Und hoffen wir mal, dass wir jetzt nichts falsch machen mit den Vorzeichen. Das ist also minus 24, minus 24, minus 21. Minus 24, minus 21 sind minus 45. Also minus, minus 45 mal x minus 20, 26, minus 26 mal e y plus 35, 25 plus 23 mal e z. Das heißt, ich habe als Ergebnis hier den Vektor minus 45, minus 26 und 23. Ja, ein einfacher Check, ob das stimmen kann, ob man sich da nicht irgendwo verrechnet hat, wäre jetzt zu prüfen, ob dieser Ergebnisvektor tatsächlich senkrecht steht auf a oder auf b. Und was man sich da zunutze macht, ist, wenn a, Vektor a, senkrecht steht auf dem Vektor b, dann ist das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren gerade 0. Also a mal b ist gleich 0. Das heißt, ich könnte das, wenn ich das jetzt mal einsetze, das a, das war, schauen wir nochmal nach, 5 minus 6, 3. Dann habe ich hier also 5 minus 6, 3. Und das muss ich multiplizieren mit dem Ergebnisvektor hier. Minus 45, minus 26 und 23. Und wenn wir jetzt richtig gerechnet haben bei dem Kreuzprodukt, dann müsste dieses Skalarprodukt hier 0 sein. Und da probieren wir das mal aus. Also das ist dann erste Komponente, 5 mal 45. 5 mal 40 sind 200, 225, also minus 225 ist die erste Komponente. Minus 225. Dann kommt dazu die zweite Komponente, minus 6 mal 26, 6 mal 220, 6 mal 6 ist 36, 120 plus 36 sind 156. Das Ganze war ja plus, weil minus mal minus plus gibt. Und die dritte Komponente, 3 mal 23, 3 mal 20 sind 60, 69 plus 69 plus 69. Und 156 plus 69, das gibt mir 156 plus 60 sind 210, 219, 225 minus 225 und tatsächlich, das Ganze gibt mir 0. Das heißt, A und B stehen aufeinander senkrecht und das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass wir uns hier nicht verrechnet haben. Ja, soweit zu der Vektormultiplikation mit den Komponenten und ich denke, wenn wir jetzt in den Magnetismus einsteigen, dann werden wir schon die eine oder andere Anwendung dafür finden.